Frank von GigaTech. Wir haben uns länger schon keine Smartwatch mehr angeguckt, deswegen machen wir das jetzt mal wieder. Das hier ist die LG Watch W7. Mehr dazu nach dem Intro. Das hier ist sie also, die LG Watch W7 in den USA seit Oktober 2018 auf dem Markt. Hier in Europa wird sie jetzt zusammen mit dem V40 im Januar 2019 lanciert. Und ihr seht das gleich, das ist hier ein relativ, ich sag mal, markant sportlich, aber auch businessartiges Design, das LG hier in seiner Smartwatch gegönnt hat. Das sieht sehr, sehr hochwertig aus. Das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Das ist natürlich auch entsprechend groß mit einem Durchmesser von rund 44 mm und einer Tiefe von 13 mm ist das definitiv keine Smartwatch, die jetzt so um ein schmales Damenhandgelenk gehört. Damen sind hier offensichtlich nicht die Zielgruppe. Das wirkt, wie gesagt, hochwertig und wertig. Vielleicht das Armband nicht unbedingt so ganz. Das ist hier so eine Art Kunststoff oder Kautschuk. Ich kann es nicht genau sagen, aber ich muss sagen, das fügt sich hier nicht so ganz ins Bild. Allerdings offeriert LG hier selbstverständlich die Möglichkeit, die Smartwatch auch mit anderen Armbändern auszustatten. Und ihr habt es bereits gesehen, die G-Watch W7, die hat ein ganz besonderes Feature. Das sind hier diese Zeiger. Das sind echte Zeiger, die sozusagen auf einer Schicht zwischen Displayglas und Display laufen. Diese Zeiger haben einen Vorteil, aber auch einen Nachteil. Vorteil des Ganzen ist es, dass diese analogen Zeiger im Prinzip kaum Energie verbrauchen. Das bedeutet, einer der großen Schwachpunkte von Smartwatches ist ja nach wie vor die Akkulaufzeit. Je nach Gerät hält so ein Akku so für ein oder zwei Tage und danach hat man im Prinzip ja ein funktionsloses Dongle um sein Handgelenk baumeln. Das ist hier nicht der Fall. Diese Zeiger funktionieren auch mit einer sehr geringen verbliebenen Akkukapazität weiter, mit einem vollen Akku, sogar richtig lange. LG spricht hier von 100 Tagen. Also auf jeden Fall wird man auch mit einem fast leeren Akku hier mehrere Tage hinweg noch die Zeit ablesen können. Und das Display selber, das ist erstmal ein LC-Display, kein AMOLED. Das bedeutet, man tut gut daran, das Display wirklich in den meisten Situationen, wenn man es nicht wirklich braucht, zu deaktivieren. Also diesen Modus, den ich hier jetzt extra aktiviert habe, dass das Display immer an ist, würde ich euch nicht empfehlen, denn dann hält der Akku wirklich nicht sonderlich lange. 1,2 Zoll sind das in der Diagonale mit einer Pixeldichte von ungefähr 300 ppi. Wenn das ein quadratisches Display wäre, wäre die Auflösung 360 x 360. Das ist in Ordnung, da kann man einiges dran erkennen. Das ist angemessen scharf, würde ich sagen. Ja, Einzelpixel sieht man jetzt auch mit Adleraugen nicht unbedingt. Aber natürlich ist das hier kein AMOLED und da muss man sagen, dass diese Eigenheit von Android Wear, nämlich alles schwarz im Hintergrund darzustellen, um Akku zu sparen, hier natürlich ins Leere greift. Keine Akkuersparnis dadurch und ja, es sieht auch jetzt, finde ich, nicht so shiny aus wie die AMOLED-Smartwatches anderer Hersteller, aber das mag auch eine Geschmacksfrage sein. Also hier, ihr seht das, wenn man hier die dunklen Hintergründe sieht von irgendwelchen Menüs, dann ist das nicht so vollkommen schwarz. Was ihr hier auch seht, ist die Tatsache, und das ist der große Nachteil dieser Zeiger, die sind immer so ein bisschen im Weg. Also wenn ich hier so ein Menü aufrufe, das ist ein speziell angepasster Launcher, den hier nur LG offeriert. Wenn ich jetzt hier jetzt einfach mal in die Einstellung gehe, dann seht ihr schon, die Zeiger, die liegen immer so ein bisschen über den Menüpunkten und über dem Text, den man da auf dem Bildschirm hat. Natürlich kann man hier rechts an der Krone drehen. Das ist leider auch nicht so ein richtig gutes Drehgefühl, aber naja, noch angemessen, passabel. Aber ja, es ist immer irgendwie auf dem ohnehin schon kleinen Display noch was im Weg. Dafür gibt es aber eine besondere Funktion. Wenn man hier auf diese obere Taste drückt, dann drehen sich die Zeiger in so einem absolut waagerechten Modus. Und ja, auch der Text, der rückt so ein bisschen nach oben. Das kann man also machen. Trotzdem, so ein optimaler Lesefluss kommt hier auch nicht zustande. Was mich auch gestört hat, ist die Hardware-Ausstattung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Das ist auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. 768 MB RAM, ein Snapdragon Wear 2100. Das ist so diese Standard-Hardware, die seit 3 Jahren ungefähr in Smartwatches verbaut wird. Nur in Anführungszeichen ein 240 mAh Akku, der auch, muss man sagen, relativ schnell leer ist. Das ist nun wirklich keine aktuelle Hardware-Ausstattung. Mir fehlt es hier irgendwie auch ein bisschen an den Geräten, die jetzt mit dem neueren Snapdragon Wear 3100
ausgestattet sind. Der soll viel energieeffizienter und viel leistungsfähiger sein. Da sind wir gespannt drauf. Diese Smartwatch hat diese Hardware-Ausstattung noch nicht. Und es gibt so ein paar Features, die fehlen mir hier ebenfalls. Das ist einerseits NFC. NFC ist vor allem dann wichtig, wenn man Google Pay nutzen will. Das ist hier mit dieser Smartwatch nicht möglich. GPS fehlt auch und gerade Fitnessfreaks, die halt ihre Tracks messen wollen, wo sie langgelaufen sind, denen fehlt das. Und es ist auch kein Pulsmesser dabei. Also für Sportler und Fitnessfreaks ist das jetzt nicht unbedingt die beste Smartwatch. Was mir ganz gut gefallen hat, ist, wie das Ganze verarbeitet ist. Aber auch die Ladeschale, die ist so ein bisschen hakelig, da muss man immer noch ein bisschen zusätzlich drücken, dass es hier richtig über diese Pogo-Pins da wirklich einrastet. Und wenn man sich da nicht Mühe gibt, weil es irgendwie abends, nachts um 12:30 ist und man schon ein bisschen müde ist, wacht man am nächsten Morgen auf und stellt fest, oh Mist, die Smartwatch hat ja gar nicht geladen. Diese Tasten hier an der Seite, die sind ganz in Ordnung, die offerieren hier auch noch zusätzliche Menüs. Hier oben, wie gesagt, diese Funktion, mit der man ein bisschen hoch und runter rücken kann. Es gibt hier speziell angepasste Watchfaces, die halt sich auch an die Zeigerposition anpassen. Hier, ihr seht das, das finde ich ganz cool. Da hat sich LG Gedanken gemacht und auch dieses Wear OS Betriebssystem so angepasst, dass es Sinn macht für diese zusätzliche Funktion. Diese zusätzliche Funktion, also diese Zeiger, das ist an und für sich eine gute Sache. Schön, dass man hier eine Smartwatch hat, die auch dann weiter funktioniert, wenn der Akku fast leer ist. Traurig ist es aber trotzdem, dass Smartwatches auf einem Stand sind, dass man so eine Funktion überhaupt braucht. Und ansonsten ein bisschen gimmicky. Also wer hier eine Smartwatch braucht, mit der man nur Benachrichtigungen anzeigt und mit der man über eingehende Anrufe informiert wird, dafür ist es durchaus geeignet. Für alles Weitere muss ich schon sagen, da würde ich eher zu einer anderen Smartwatch greifen. So, Herrschaften, ihr werdet euch jetzt fragen, was ist so mein erster Eindruck zur LG Watch V7? Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, denn einerseits finde ich es cool, dass LG hier Mut bewiesen hat und mal so ein, zwei eigentlich in direkter Konfrontation zueinander stehende Konzepte miteinander vermählt hat. In der praktischen Ausführung finde ich es jetzt nicht so super gelungen, weil man kann oft genug die Display-Inhalte nicht ablesen. Dazu finde ich auch, dass die technischen Eigenschaften von der LG Watch V7 nicht so richtig mithalten können mit dem Anspruch und vor allem auch dem Preis, den LG hierfür abruft. Der Preis wird wahrscheinlich sehr, sehr schnell sinken, aber trotzdem bleibt die Frage, kriege ich da wirklich irgendwie mehr als bei den Konkurrenzprodukten? Und da muss ich ganz klar sagen, nein, denn das Fehlen von NFC, das Fehlen von GPS und das Fehlen von einem Pulsmesser, das sind schon Sachen, die passen irgendwie nicht zu einer modernen Smartwatch im Jahr 2019. Denn was will man mit so einer Uhr? Natürlich repräsentieren, aber man will halt auch Daten zu seinen Körperfunktionen aufzeichnen. Und das ist dann halt hier nicht unbedingt gegeben. Das fehlt mir so ein bisschen bei der LG Watch V7. Das ist mein erster Eindruck zur LG Watch V7. Falls euch das Video gefallen hat, falls es euch irgendwie weitergeholfen hat, gebt uns gerne ein Like, abonniert unseren Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!